Mit diesen Aufnahmen vom traditionellen Wachaufzug der Nationalen Volksarmee am Mahnmal für die Opfer des Faschismus und Militarismus beginnen unsere Erinnerungen an den 20. Geburtstag unserer Deutschen Demokratischen Republik. Mahne, teure Erde. Mahne, warne und rufe die Lebenden zur Tat gegen Imperialismus und Faschismus. Wenige Stunden später. Im Schein der Fackeln bekennt sich die Jugend der DDR zu ihrem sozialistischen Staat. Und an ihrer Seite marschieren 15 Offiziere, Fackelträger der historischen Kampfdemonstration vom Oktober 1949. Unter ihnen Oberstleutnant Hans Wirsing. Auf dieser Straße bin ich vor 20 Jahren marschiert. Ich gehörte zu den jungen FDJ-Mitgliedern, die mit ihrem Fackelzug der ersten Arbeiter- und Bauernregierung unserer Deutschen Demokratischen Republik das Gleiche bekundeten, was auch heute über dieser großen Kampfdemonstration steht. Unsere Liebe, unsere Treue, unsere ganze Kraft der Deutschen Demokratischen Republik. Auf mich hat diese Demonstration vor 20 Jahren einen tiefen, bleibenden Eindruck gemacht. Sie war der entscheidende Anlass dafür, dass ich Angehörige der bewaffneten Organe unserer Deutschen Demokratischen Republik wurde. Zugleich erinnern mich die frohen Gesichter unserer Jugend von heute an die schweren Stunden des Anfangs, an die ersten Aufbauschichten, an denen wir teilnahmen, an das Werden und Aufblühen unserer Republik, für das der Aufbau des Zentrums unserer Hauptstadt symbolisch ist. Das Allerwichtigste aber ist, dass mit dem Wachsen und Aufblühen unseres Staates der neue sozialistische Mensch heranwuchs, die sozialistische Menschengemeinschaft erstarkte. Sozialistische Menschengemeinschaft, das ist doch weit mehr, als diese beiden Worte auszudrücken vermögen. Eine neue Generation freier, glücklicher Menschen ist gewachsen. Ich bin stolz darauf, ein Teil dieser Menschengemeinschaft zu sein. Nicht vom Standpunkt des Betrachters, sondern im Bewusstsein dazu, als Offizier der Nationalen Volksarmee einen Teil beigetragen zu haben. So gibt es für mich nichts Schöneres, auch in Zukunft mitzuhelfen, die Menschen zu erziehen, die das Jahr 2000 gestalten. Darauf bin ich stolz und darüber bin ich glücklich. Thank you.
Und um dieses große Werk zu würdigen, kamen Gäste aus 84 Ländern zur Geburtstagsfeier. An der Spitze unsere sowjetischen Genossen. Ein Spalier der heißen Herzen begleitete sie vom Flugplatz bis hin nach Berlin-Niederschönhausen. Zu den herzlich begrüßten Gästen zählte auch eine sowjetische Militärdelegation mit den Marschällen der Sowjetunion Konjew und Tschuikow, die beide aktiv halfen, den Grundstein für ein sozialistisches Deutschland zu legen. Hier entbieten die jüngsten Berliner, junge Pioniere der Ernst-Wild-Angel-Oberschule, ihren großen Freunden, den Delegierten der Nationalen Volksarmee zum Treffen junger Sozialisten ein herzliches Willkommen. Im Marschgepäck dieser jungen Soldaten befanden sich hervorragende Soldatentaten für unsere Republik. Ausgezeichnete Ergebnisse im sozialistischen Wettbewerb Marschrichtungszahl 20, Orientierungspunkt 7.10. Sie hatten Gewicht bei der Rechenschaftslegung der jungen Generation vor dem Politbüro, von der uns Gefreiter Stößel berichtete. Ja, hier war ich dabei im Hause des Zentralkomitees. Bisher hatte ich es nur von außen gesehen, beim Stadtbummel oder im Urlaub. Da hatte ich schon mehrmals davor gestanden. Jetzt aber war ich dabei, als wir unserem Genossen Walter Ulbricht unsere Wettbewerbsergebnisse meldeten. Wir waren 10 Genossen der Nationalen Volksarmee. Und allein die Tatsache, dass ich dabei sein durfte, macht diesen Tag zu einem wirklichen Höhepunkt in meinem bisherigen Leben. Und ich konnte hier der Parteiführung mitmelden, dass wir mit unseren Leistungen nicht hinter den Taten meiner Kollegen aus dem VEB Zentronik in Zell-Amelis oder an der Technischen Hochschule in Ilmenau zurückstehen. Getreu dem Fahneneid, die Staatsgrenzen der DDR zuverlässig zu schützen, erkämpften sich allein 5000 Grenzsoldaten die Schützenschnur. Mit etwa 50 Exponaten war die Nationale Volksarmee auf der diesjährigen Messe der Meister von Morgen vertreten. Unsere Arbeiten waren eindeutig auf die Unterstützung und Verbesserung der Gefechtsausbildung gerichtet. Darüber hinaus ergab die Tätigkeit der Neuerer an der Offiziersschule Ernst Thälmann einen Nutzen von rund 24.000 Mark. Aus den Reihen der Genossen des Bereiches der Luftstreitkräfte und Luftverteidigung kamen 475 neue Kandidaten für die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Beweis hohen Kampfwertes gaben auch die Genossen des Verbandes Klenner, die als Teilnehmer am Manöver Oder-Neiße 69 ihr größtes militärisches Examen in diesem Jahr erfolgreich mit ihren sowjetischen, polnischen und tschechoslowakischen Waffenbrüdern bestanden. Ihr Name soll für die vielen Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere der Landstreitkräfte stehen, die sich mit militärischen Höchstleistungen auf den 20. Geburtstag der DDR vorbereiteten. Auch für die 1.838 Gruppen des Militärbezirkes Leipzig, die den besten Titel erworben haben. Die Matrosen der Volksmarine haben ihre U-Jagdaufgaben, das Torpedo- und Raketenschießen, mit der Note sehr gut beendet.
So zogen wir Bilanz. Es war praktisch vor dem Aufstehen, als wir uns zum Appell in der Volksbühne zusammenfanden. Dieses Ehrenbanner des Zentralrates der FDJ ist uns Verpflichtung, die vor uns stehenden Aufgaben im Rahmen der Operation 70 mit gleichem Schwung und Elan zu erfüllen, wie wir es in Vorbereitung des Geburtstages unserer Republik getan haben. Aber noch mehr. Wir haben unseren militärischen Klassenauftrag in den 70er Jahren unter komplizierten Kampfbedingungen zu erfüllen. Deshalb gibt es für uns keine Kampfpause, kein Ausruhen auf vergangenen Erfolgen. In unserem Appell haben wir dazu aufgerufen, stets kampfbezogen zu denken, die militärische Ordnung und Disziplin zu festigen und unsere Kampfkollektive zu entwickeln. Denn in der Tat wollen wir für das dritte Jahrzehnt gefechtsbereit sein. Gefechtsbereit für das dritte Jahrzehnt unserer Republik. Das war auch die Losung für die militärischen Vorführungen der Volksmarine im alten Hafen von Rostock. Vor der Bevölkerung der Ostseemetropole, einer Delegation des Politbüros unter Leitung des Genossen Friedrich Ebert und sowjetischen Gästen, stellten unsere Matrosen und Soldaten ihren hohen Kampfwert und ständige Gefechtsbereitschaft unter Beweis, der Republik zu ehren. Den Kampfvorführungen war eine Flottenparade vorausgegangen. An ihr hatten sich auch Schiffseinheiten der baltischen Rotbannerflotte beteiligt. Ein besonderer Geburtstagsgruß unseres sowjetischen Kampfgefährten. Klassenbrüder, Waffenbrüder, vereint, unbesiegbar. Hier wurde es erneut zur lebendigen Wirklichkeit. Und auf dem Berliner Marx-Engels-Platz feierte dann die ganze Republik den Schritt in ihr drittes Jahrzehnt. Auch mit dieser Ehrenparade der Nationalen Volksarmee, dem militärischen Instrument der siegreichen Arbeiterklasse in der Deutschen Demokratischen Republik. Diese Parade am Anfang der gewaltigen Berliner Kampfdemonstration verdeutlichte nochmals die Worte unseres Genossen Walter Ulbricht auf der Festveranstaltung 20 Jahre DDR. Unser sozialistischer Staat ist das Gewissen der ganzen deutschen Nation, weil wir den aggressiven Ränken und Plänen des westdeutschen Imperialismus, Militarismus und Neonazismus eine Barriere entgegensetzen, weil wir das Werk des Humanismus und des Friedens hochhalten.
Vor unserer Republik, ihren Freunden und Feinden, demonstrierten die Soldaten der Nationalen Volksarmee mit dieser Ehrenparade die Bereitschaft und Entschlossenheit, ihren militärischen Klassenauftrag in leninschem Geist zu erfüllen. Sie demonstrierten, dass sie voller revolutionärer Leidenschaft, optimistisch und lebensfroh, wachsam und verteidigungsbereit dem dritten Jahrzehnt ihres sozialistischen Vaterlandes entgegengehen. Auch so feierten wir Geburtstag. Doch lassen wir dazu den gefreiten Höpfner sprechen. Das war mein Geburtstag, mein 20. Ich wurde so alt wie unsere Republik. Natürlich war es für mich beeindruckend, diesen 20. mit der Berliner Bevölkerung, meinen Genossen und den unzähligen jungen Sozialisten aus allen Teilen der DDR zu feiern. So etwas spornt an und man kann mir glauben. Ich und mein Kollektiv werden bei der Operation 70 wieder an der Spitze stehen. Mit Höchstleistung in der Gefechtsausbildung, beim Schutz unserer Staatsgrenze. Denn auch bei uns wird es keinen Stillstand geben. Im Gegenteil. Im sozialistischen Wettbewerb werden wir die Maßstäbe noch höher stecken. Denn es geht darum, unseren Klassenauftrag vorbildlich zu erfüllen. So wie wir es zur großen Abschlussveranstaltung gelobten. Demokratischen Republik zu vollbringen. Das geloben wir!